So, heute seht ihr mich zwar mal nicht, weil ich kein Stativ mit habe, aber ich muss euch diese Donuts von Royal Donuts zeigen. Das ist dieser Laden hier. Der ist in Köln, also wenn ihr da mal seid, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Da gibt es sogar einen Lieferservice. Die würden sogar diese Donuts euch liefern per Express mit DHL. Aber das ist mal so eine Kreation, die ich hier zusammengestellt habe. Also ein Donut mit M&M's, Erdnüssen, glaube ich, sind noch dazwischen. Weil hier waren die Erdnüsse mit Salzbrötchen, Erdnusssoße, mit Maxi King, also mit wirklich allen drum und dran. Also es sind echt geile Kreationen. Wenn ich, ich versuche euch nochmal gleich zwei, drei Bilder mit dran zu hängen. Die habe ich aber, glaube ich, hochkant aufgenommen. Da müssen wir mal gucken, wie ich die gleich einbaue. Aber das sind echt schon geile Modelle. Also die könnt ihr echt mal ausprobieren. Die Preise sind völlig human. Also ihr fangt ihr bei 2,10 Euro an für einen Donut. Und bei Wallworms liegt er bei 3,50. Das sind dann etwas besondere Donuts. Dann könnt ihr euch Eigenkreationen machen. Ihr könnt sie füllen. Ihr könnt alles Mögliche wirklich machen. Also der Laden ist echt was Besonderes. Ihr könnt hier nochmal schauen. Also da ist auch die Nummer nochmal drauf. Gibt es bei Facebook, gibt es bei Instagram. Schaut da einfach mal rein. Sagt aber, wann gibt es mal solche Donuts? Sonst gibt es ja immer nur den Einheitsbrei. Und ich finde es eigentlich ganz geil. Also, Royal Donuts in Köln. Und jetzt gibt es noch ein paar Bilder, wie gesagt, von den anderen Donuts, die wir hier noch haben. Bus, ein paar Eigenkreationen. Und ich sage jetzt mal danke fürs Zuschauen. Bis dann. Statt Bildern kriegt ihr jetzt noch ein paar Donuts zu sehen, weil mein Kollege, Mr. Cheat Day, mit dem ich nämlich hier bin, sich noch welche bestellt hat. Aber schaut euch das mal an. Also Donuts in Perversion, kann man teilweise sagen. Und jetzt kommt gleich noch welche. Ich mache jetzt noch mal einen Schnitt und zeige euch noch mal eine ganz verrückte Kreation von den Cronuts, die extra nur gemacht wurden, weil er heute vorbei ist. Das sind diese geilen Cronuts, die wir gemacht haben. Das sind wirklich eine richtige Sonderanfertigung. Guckt euch das an. Also das wird echt eine Herausforderung, sowas zu essen. Aber es ist schon wirklich pervers. Die sind auch noch gefüllt. Da ist noch die Spritze mit bei. Da ist noch was reingefüllt worden. Also wirklich Royal Donuts. Man kann sich auch wirklich offiziell Royal nennen. Also das ist schon pervers. Schaut es euch nochmal an. Fahrt vorbei. So, und hier sind nochmal die Donuts von gestern. Die sind ja noch da. Die hatte ich mir noch ein bisschen aufgehoben. Die zeige ich euch jetzt doch nochmal in diesem Video, damit ihr auch sehen könnt, wirklich, was das genau ist, wie die genau aussehen. Wie gesagt, das Video ist ein bisschen gestückelt, da musste man gestern improvisieren. Aber wir gucken jetzt mal bei diesem Donut, wir schneiden den mal an. Ich hoffe mal, ich kriege ihn auch durchgeschnitten, weil da so viel Schokolade drauf ist. Aber das hat schon mal geklappt. Wir drehen ihn einmal, da können wir nämlich auf den Kern ein bisschen sehen. Da sieht man auch die Marmelade, hier müsste, glaube ich, ein bisschen Milchreis auch sein. Ich hatte ihn wieder in zwei geteilt. Oder hier drüben ist der Milchreis. Da seht ihr auch den oberen dicken Kern. Und dann diesen hier mit Peanut Butter, Salzbrezeln, Zimt Crunch. Da gucken wir auch noch mal rein. Auch wenn man ihn dann leider zerstören muss. Eigentlich fast zu schön, um gerade kaputt zu machen und zu essen. Aber jetzt fallen ja auch die Brezeln ein bisschen runter. Also man kann es, glaube ich, besser essen, wenn man es nicht macht. Aber sieht man es jetzt auch von innen. Wirklich schöner Teig. Da ist auch noch die Creme hier drunter versteckt. Da sieht man die Erdnussbutter-Sahne, die ich genommen hatte. Und jetzt werden die gleich mal probiert. Wie gesagt, die sind lecker. Wir hatten gestern schon ein bisschen geguckt, aber so habt ihr nochmal die Nahaufnahmen gesehen, wie die von innen aussehen. Ja, und lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen und sich da einen geilen Donut kreieren zu lassen.